Herr, verehrte Gäste, liebes Königspaar, liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, ich begrüße Sie und euch im Namen des Schützenvereins St. Hubertus Bromskirchen ganz herzlich heute zum Auftakt unseres 125-jährigen Jubiläums hier oben unter der Wurfstange sozusagen. Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, Sie und heute zu dieser Veranstaltung begrüßen und willkommen zu heißen. Besonders begrüße ich unseren Schirmherrn, den ersten Beigeordneten des Landkreises Waldeck-Frankenberg, Karl-Friedrich Frese. Ich begrüße unsere Gemeindefahrerin Ruth Schönfeld. Ich begrüße unseren Ehrenvorsitzenden Wolfgang Fischer. Ich begrüße den Buchvorstand mit dem Vorsitzenden Karl-Friedrich Geldbach sowie Rainer Gasse und Erik Mankel. Bienhaus, der hier vorne steht und uns einen wunderbaren Film über das ganze Jahr zum Jubiläum herstellt, begrüße ich auch herzlich. Danke dafür. Ganz herzlich begrüße unser Königspaar Maximilian Huneck und Julia Huhn. Und weiter begrüße ich alle anwesenden Ehrenmitglieder. Ja, für unsere musikalische Unterhaltung heute Nachmittag begrüße ich die Posaunenchöre Bromskirchen-Birkbrinkhausen unter der Leitung von Marius Schmidt. Ja, liebe Gäste, heute haben wir ein kleines Programm vorbereitet, bei dem hoffentlich alle auf ihre Kosten kommen und Spaß haben werden. Denn der Spaß soll heute hier auch im Vordergrund stehen. Nachdem uns der Posaunenchor schon mit schwungvoller Musik heute auf den Nachmittag eingestimmt hat, werden wir, bevor es sportlich wird, die Macher unserer Festschrift zu Wort kommen lassen. Sie werden uns dann eigens zu unserem Jubiläum das hergestellte Festbuch hier heute vorstellen. Es kann auch später dann hier vorne zu einem Preis von 10 Euro käuflich erworben werden. Es wird sich ein kurzes Grußwort an den Schirmherrn anschließen, nachdem wir dann einen weiteren Musikblock dann oder mehrere Musikblöcke hier drinnen noch gehört haben, werden wir dann zum historischen Vogelschießen schreiten. Dies wird dann zu gegebener Zeit oder die Regularien dazu wird dann Dirk Schiemann entsprechend vorstellen, dem ich auch schon mal jetzt danke. Der hat also über Wochen sich da Gedanken gemacht, wie wir so ein historisches Vogelschießen darstellen können, weil ihr könnt euch ja vorstellen, die Zeitzeugen waren etwas rar von 1949 und so haben wir dann, oder der Dirk hat es dann so geplant und auch durchgeführt, umgesetzt, wie wir es heute dann hier vorfinden werden. Ich hoffe, dass das auch alles funktioniert, weil es ist das erste Mal. Schauen wir mal. Die Idee zu diesem historischen Vogelschießen oder vielmehr dem Vogelwerfen hatte Rainer Gasse bei den Vorbesprechungen zu unserer Vereinschronik 125 Jahre. Viel ist ja schon bekannt, ich werde es aber trotzdem noch einmal kurz erörtern, wie es dazu kam, dass die ungewöhnliche Munition überhaupt Verwendung gefunden hatte. Nach dem verlorenen Krieg hatten die Besatzungsmächte in Deutschland Feuerwaffen verboten. Somit konnte dann, nachdem die Schützenbrüder 1949 wieder dazu in der Lage waren, ein Schützenfest zu feiern, nicht wie gewöhnlich mit Großkaliber der Vogel geschossen werden. So kam man dann auf die Idee, den Vogel mittels Holzkeulen von der Stange zu werfen. Diese Keulen haben die Form einer im Krieg eingesetzten Stielhandgranate, die möglicherweise, aber nicht ganz genau, vom Kriegervereinen zu Übungszwecken verwendet worden. Glücklicherweise hat mein Vater Wilhelm Grassoff die Originalmunition aufgehoben. So konnten wir diese seinerzeit unterhalb der Königstafel im Ambau anbringen. Der eine oder andere hat sie vielleicht schon gesehen. Heute ist leider nicht möglich, dahin zu schreiten, weil der Tischtennis hat ja seine Dinge dort untergebracht. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass wir des Jubiläums uns öfter noch hier oben sehen und dann kann man vielleicht auch noch mal auf diese Munition noch mal drüber schauen und sich das mal angucken, die Originalmunition. Herr Beigeordneter, Herr Friedrich Frese,
Herr Ehrenvorsitzender des Schützenvereins von Zwickau, Herr Vorsitzender Hartloff, werte Königspaar und Schützenverein, sofern Sie anwesend sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe den Auftrag, das Festbuch im Jubiläum unseres Schützenvereins vorzustellen. Diesen Auftrag will ich gerne erfüllen und ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Was allerdings gesagt werden muss, wird auch gesagt. Kommen wir zunächst einmal zum Festbuchausschuss. Anfang vergangenen Jahres, 2023, hatte der Vorstand des Schützenvereins dazu eingeladen, einen Ausschuss zu bilden, der ein Festbuch erstellen sollte. Dieser Ausschuss traf sich erstmalig im Schießstand hier im Haus und es wurden die ersten Abstimmungen für das mögliche Festbuch besprochen. Die Namen der Teilnehmer können Sie in Folge im Interesse des Festbuches entnehmen. Im Laufe der folgenden Sitzung wurde ich als Ausschussvorsitzender und meine Assoziationsfeld und den Schulkameraden als mein Stellvertreter benannt. Geschichte und Geschichten um den Schützenverein St. Hubertus Großkirchen. Sie können Sie das Buch umschreiben. Ich weise darauf hin, dass das ja bereits gestern in der HNA englisch getitelt war. Zum allgemeinen Bedauern stellten die Ausschussmitglieder das seinerzeit fest, dass von der Festschrift 1999 nur spärliche Unterlagen vorhanden waren. Insoweit stützten sich unsere ersten Erkenntnisse auf die genannte Festschrift aus 1999 und auf das Heimatbuch aus dem Jahr 1988, das auch in meiner Klasse zusammengestellt. Bildersammlungen aus privater Hand, die zur Verfügung gestellt wurden, sind für die Anfänge des Buches mit hinzugezogen worden. Meine Damen und Herren, nun folgt ein glücklicher Zufall. Erich Mankel hat im Gemeindearchiv zu tun und kam interessiert als Gast zu einer Ausschusssitzung im Rathaus hinzu und wollte sich über unsere Arbeit informieren. Als er hörte, dass vom Schützenverein nur spärliche Unterlagen zur Verfügung standen, sagte er uns, dass im Archiv der Gemeinde ein voller Karton mit Bildern und Schriftmaterial stand, über den wir verfügen könnten. Dieser Karton wurde ein Meilenstein für die Festschrift. Dankenswerterweise standen uns nun eine Vielzahl an Bildern und Schriftstücken zur Verfügung, die wir verwerten konnten. Rainer Gasser hat aus diesem Fundus an Material alle brauchbaren Bilder herauskopiert und mit eigenen Texten versehen. Jugendabschnitte in dem Buch ergaben sich aus dem vorliegenden Schriftmaterial sowie eigenen Ausarbeitungen der Beteiligten. Dies geschah in enger Absprache mit Dietmar Grassoff als Vereinsvorsitzenden und mir. Erwähnt sei an dieser Stelle, dass Bernhard Stoll aus Liesen seine Festbuchsammlung aus dem Hochsauerlandkreis mit zur Verfügung gestellt hatte. Angelehnt an diese Veröffentlichungen haben wir das Festbuch dann erarbeitet. Sagte, wir haben uns da kurz getroffen. Ich möchte ganz kurz mal so auf das Anfänge des Schützenvereins eingehen. Wir haben das Schützenwesen, das ja aus dem Sauerländer Bereich kommt und hier die Pumpskirche, wir haben die zueinander gefunden. Und wir hatten noch großes Glück, will ich mal sagen, am Anfang. Wieso können wir in diese Vergangenheit ein wenig schauen? Im Gemeindearchiv befinden sich keine Vorgänge von den Vereinen, aber dieser Verein ist 1948, 1949 neu gegründet worden.
Das war noch in der Besatzungszeit und man musste, um das von den Amerikanern genehmigt zu bekommen, mussten Unterlagen beigelegt werden. Das heißt, die Amerikaner wollten gerne wissen, was treiben die da eigentlich in diesem neuen Verein. Der Verein wurde als Burschenverein wieder gegründet und man hat dann, weil man offensichtlich auch nicht anders verhelfen konnte, einfach die Satzung von 1899 bei diesen Unterlagen beigelegt und hat gedacht, naja, das ist, hört sich relativ harmlos an und das wird schon gut gehen. Es ist gut gegangen, wir haben heute den neuen, wiedergegründeten Schützenverein hier und können dieses Jubiläum feiern. Aber in dieser Satzung stehen natürlich interessante Dinge drin. Und unter anderem, wie das Schützenfest hier gefeiert wurde früher, wie das war, wie man die Königin ausgewählt hat oder wie sie vorgeschlagen wurde. Das alles zusammen versucht in dem Buch etwas darzustellen. Ich möchte aber noch mal kurz auf die Anfänge zurückgehen. Wie ist das gekommen, dass das Schützenwesen hier nach Rumskirchen gekommen ist? Denn wir wissen alles, es gibt den Schützenfest-Äquator, der läuft etwas südlich hier von diesem Landstrich. Es gibt zwar südlich noch Schützenvereine, aber es gibt diese Traditionsfeste nicht mehr. Die kommen nämlich aus dem Sauerländerbereich. Und es ist so, das ist Schützenwesen, das kommt aus den Gilden, der Schützengilden der mittelalterlichen Städte. Also es ist ein sehr altes Wesen, etwas sehr, sehr traditionelles, sehr ehrenhaftes. Und dass sich das in dem westfälischen Bereich so verbreitet hat, liegt vor allen Dingen daran, der westfälische Bereich war ja bis ins frühe 19. Jahrhundert rein, war in kölnischer Hand. Das heißt, die Kirche hat gleichzeitig eine staatliche Gewalt gehabt. Herzlichen Dank auch von meiner Seite an die netten und aufmunternden Worte durch den Schützenhauptmann Dietmar Grassoff. Ein Dankeschön natürlich auch an meinen Vorredner für die Präsentation und ein besonderes Dankeschön natürlich an den Posaunenchor bzw. die Vereinigung Rumskirchen Bellenbrinkhausen unter der Leitung von, wie heißt der nochmal? Natürlich Mario Spitz. Ja, und auch unser Schirmherr und zugleich Schützenbruder Karl Friedrich Frese wird ja dann gleich noch einige Worte zum Schluss an uns richten. Ja, ich spreche jetzt nicht für mich selbst, sondern für unser Team. Und dann fangen wir noch mal kurz an mit Karl Friedrich Geldbach, dem alten Vereinsstrategen und meinem alten Freund aus Kindertagen. Wir haben hier zusammen die Volksschule besucht von 1953 bis 1956. Und dann haben wir den Ehrenvorsitzenden und früheren Schützenhauptmann Wolfgang Fischer. Dazu dann natürlich den verhältnismäßig jungen Schützenbruder Dr. Erik Mangel. Ich sage gleich noch ein paar Worte zu ihm. Ja, und dann haben wir natürlich den Schriftführer vom Verein, Lars Thorsten Diele, der in moderner Kurzform die Vereinschronik erstellt hat. Und da kann man mit schnellen Blicken ruckzuck erfassen, was wann mal war. Und das Gleiche gilt auch für die Chronik der Schützenabteilung, die von Rosi Wirbel erstellt wurde. Und nicht zuletzt den jetzigen Leiter der Schießgruppe, Dirk Schiebmann, wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Ja, ich gucke natürlich hier nochmal wieder auf das Blatt als Gedankenstütze. Aber jetzt nochmal zu dir, mein lieber Erik. Du hast in akribischer Kleinarbeit lange im Gemeindearchiv gestöbert und dabei Dinge herausgefunden, die uns bisher nicht bekannt waren. Und mit deinem Beitrag im Buch hast du nun bisher die umfangreichste Abhandlung von der Geschichte des Schützenvereins Rumskirchen geschrieben. Die, das sind wir sicher, auch beim 150-jährigen Jubiläum noch Bestand haben wird. Du bist, gehörst ja auch dem Verein Historisches und Kulturelles Rumskirchen an, verkörperst mittlerweile die junge Generation der Heimatforscher, von denen wir in den nächsten Jahren auch noch einiges erwarten können. Und du bist auch in die Fußstapfen deines Vaters Wolfgang Mangel getreten, der leider im vergangenen Jahr verstorben ist und dieses Fest natürlich noch gerne miterlebt hätte. Und er hat in den letzten Jahren viele geschichtliche Beiträge geleistet und veröffentlicht. Ich denke nur an die Rumskirchener Hefte, von denen ich im Heimatmuseum in Badenfeld natürlich auch einige gelagert habe. Und das natürlich alles mit den anderen Mitgliedern und besonders auch im Zusammenhang mit dem ausgewiesenen Experten für die Heimatgeschichte Rumskirchens und zugleich Gemeindearchivar Eckhard Gundermann erstellt hat. Thank you.
ausputzen. Trotzdem mache ich das ganz gerne. Ich will auf den Teil, der jetzt fast hinter uns liegt, nicht eingehen. Die drei Vorredner haben sehr eindrucksvoll und sehr pointiert auf das hingewiesen, was in dem Festbuch steht. Ich hatte bei der einen oder anderen Gelegenheit die Muße auch mal reinzuschauen, hier und da mal einen Absatz zu lesen. Das ist sehr gut geworden und ich kann das auch nur anempfehlen. Bedanken will ich mich bei allen Schützenbrüdern und Schützenschwestern und allen vor und hinter den Kulissen, hinter mir die Musiker und draußen sind ja auch ganz viele helfende Hände, die monatelanger, ja teilweise jahrelanger Arbeit diesen Festsommer für unseren Schützenverein vorbereitet haben. Hier und da war ich dabei, als es darum ging, die ein oder andere Veranstaltung, die vor uns steht, mitzuorganisieren. Man hat mich auch hier und da mal Rat gefragt, den habe ich gerne gegeben. Und ich glaube, liebe Schützenbrüder und Schützenschwestern, uns steht ein spannender Sommer in Holzkirchen unter der Fahne unseres geliebten Schützenvereins bevor. Ich habe, lieber Dittmar, will ich dir und deinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern auch heute schon mal meinen Dank und meine Wertschätzung entgegenbringen. Ich weiß, wie viel Zeit das alles braucht und die Zeit muss ja dann auch abgespart werden von Familie, von Arbeit und sonstigen Verpflichtungen. Aber das ist, das will ich auch sagen, meine Damen und Herren, eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Wir beobachten ja alle, dass die Gesellschaft sich in den vergangenen Jahrzehnten mit rasanterem Tempo sogar noch seit Corona sehr verändert. Zusammenhalte in Familien, in Nachbarschaften, in Gesellschaft werden schwieriger auf der einen Seite. Auf der anderen Seite suchen viele Menschen in dieser Zeit nach Halt und noch Geborgenheit bei der Familie und in einer Gemeinschaft.